Willkommen zurück bei Pokémon. In diesem Part werden wir die Siegestraße machen, aber zuerst muss ich mal auf mein Pokémon ablegen, das zerschneider kann. Und stattdessen halte ich glaube schon wieder falsch. Ich habe den letzten Part gerade eben gemacht. Also ist es, dieser Part läuft direkt nach dem anderen Part, also mehr habe ich keine Aufnahmepause gemacht. Ich werde jetzt in dieser Aufnahmesession das Spiel durchspielen. Ja, damit ich schon mal hab. Kann ich es ganz bequem hochladen und mich voll auf Minecraft dann konzentrieren. Das wäre glaube ich die bessere Entscheidung, als jetzt noch zu warten, bis ihr einen neuen Part braucht. Deswegen werde ich hier jetzt dieses Let's Play fertig schließen. Allerdings in mehreren Parts. Ich werde es dann Tag für Tag hochladen. Wahrscheinlich pro Tag zwei Parts. Vielleicht auch sofort komplett hochgeladen. Mal schauen. So, aber zunächst muss ich mein... Was welches Pokémon nehme ich mit? Ich nehme mein... Frisol. Ich nehme Frisol mit. Frisol ist das schwächere Pokémon. Alüdenitschunge kann ganz gut eigentlich mit anderen Pokémon umgehen. In Sachen vernichten. Okay. Ja, wie gesagt, die Liegestraße in diesem Part. Lavados werde ich, wie gesagt, auch nicht besiegen, fangen, sondern besiegen. Die haben sie schon im gelben Let's Play gefangen. Vielleicht werde ich sie in späteren Let's Plays fangen. Aber in der ersten Generation werde ich Lavados hundertprozentig nicht mehr fangen. Weil wir sie schon gefangen haben und ich eigentlich keine Lust drauf habe, es nochmal zu fangen. Weil es eher eine Geduldssache ist und auf Geduldssachen habe ich nie so richtig Lust drauf. So, jetzt werden wir alle Trainer ausschalten. Fangen wir mit diesen zwei Turteltäubchen hier an. Only the chosen can pass here. Nur Auserwählte dürfen hier durch. Ich bin der Auserwählte. Ich hasse Slowbro. Ständig das scheiß Slowbro hier. Okay, ich wechsle zu Frisäure. Nein, nicht das Frisäure. Er ist nicht cool, wenn er einen Slowbro hat. So, jetzt Schwertanz, erhöhen wir gleich unseren Angriff. Er spielt eine Runde Amnesia. Na gut, das kann er von mir aus machen. Wir greifen eh mit normalen Angriff an. Erhöhen wir weiter unseren Angriff. Psychokinese, na toll. Hoffentlich überlebt Frisäure das. Puh. Jetzt aber schnell angreifen, bevor es uns killt mit der Psychokinese. So, doppelt stark, plus 4 erhöhter Angriff und Volltreffer, das überlebt kein Lamos. Tentacher. Was, Tentacher? Ja, Tentoxer, ich habe mich schon gewundert. Okay, weg mit dir, Tentoxer, ist ein recht schwaches Pokémon. Auch wenn es hier gerade nicht sehr effektiv war, aber das war ja nur, weil es vom Gift-Typ ist und Gift-Typ wahrscheinlich doppelt zählt. Weil es nicht sehr effektiv gegenüber Pflanzenattacken. Ich hätte Wickel einsetzen sollen statt Rasierblatt, naja, egal. Jetzt erhöht das seine Verteidigung, das bringt jetzt auch nichts mehr. Denn jetzt wird er zu Tode gerasert. Okay, boah, 3000 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Und jetzt kommt noch ein Kingler, das passt ganz gut. Setz mal nochmal Rasierblatt ein und Kingler ist weg. Der hat auch im Original ein Kingler. Ja, was soll ich dazu sagen? Sehr effektiv, Volltreffer. Plus 4 Angriff. I don't believe it. So, die hat im originalen Knuffensas Ultrigaria Zazenia. Bin gespannt, was sie hier hat. Wahrscheinlich Mirapla, Duflor und Kiefler. Spaßeshalber. Okay, so ein Zazenia ist ihr erstes. Wahrscheinlich hat sie nur 3 Zazenias. Willkommen im Club der Zazenia-Besitzer. Wird Zeit, deinen Zazenia zu Schock zu gefrieren. Ach, knapp überlebt. Ach, Hypertrank.
hat nicht einmal komplett geheilt, du solltest dich schämen. So, es wird ein Killen jetzt, ja? Rasierblatt, na toll. Oh nein, oh Gott, Volltreffer. Das war wahrscheinlich Protective Soul Verteidigung. Deswegen hat es noch überlebt. So, okay, knapp besiegt. Jetzt kommt Giflor. Ja, ich riskiere es mit Eisstrahl. Kann sein, dass der Blättertanz kann, aber das, ja, das ist Kirchert und ich hatte gutes Recht, jetzt zu riskieren. Und Tangela. Die hat irgendwie die Pokémon, die Erika hat im Pokémon Rot. Scheiß Fakerin. Tschüss. Okay. So, die Trainerin hat mir besiegt. Jetzt. Nein! Okay, was kommt? Geowatz. Toll. Ich habe euch schon gesagt, dass ich nicht gegen euch kämpfen will. Lasst mich in Ruhe. Wie gesagt, lasst mich in Ruhe. Ich hab das schon zum hundertsten Mal gesagt. Jetzt könnten wir den Stein verwenden, spaßeshalber, um diesen Schalter da zu betätigen. Ich glaube, das mache ich mal. Just for fun. Komm! Aerodactyl. Na gut, mal was anderes. Schnauze! Ah, schon wieder ein Aerodactyl. So, wollen wir den verwenden, den Stein? Ich glaube nicht. Ne, komm, ich mach das jetzt nicht normal. Oh, nix. Lass mich nur. Du bist doch eh nix. Golem, du bist auch nix. Und mach mal, du bist auch nichts. So. Der Trainer ist allerdings was. Der hat was drauf, stimmt. I heard rumors of a child. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Der hat drei Pokémon. Im Original hat er, glaube ich, nur einen Pantimos. Und hier hat er einen Gyarados. Oh mein Gott. Ich will auch einen Gyarados. Ich will nicht mehr. Ich will nicht Protect hier haben. Ich will Gyarados. Egal. Kiffer, komm her. Oh, Hyperstrahl. Genau deswegen wollte ich Gyarados, weil es Hyperstrahl kann. Das überlebst du. Ich weiß, ich glaube an dich. So, sogar ein Volltreffer hast du überlebt. So, jetzt kriegst du einen Donnerblitz aufs Maul. Mit einem Volltreffer. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Cloyster. Das müsste Austausch sein. So, dann kriegst du hier nochmal einen Schock fürs Leben. Obwohl die Attacke eigentlich Donnerblitz heißt. Poliwrath, das ist Quappo, lass mal Kiffer draußen. Und greifen wieder mit Donnerblitz. Okay, unser Starter macht richtig gute Arbeit. Seitdem es Level 75, Level 76 ist. Damit ist das stärkste Pokémon, was wir haben. Und das ist übrigens das stärkste Pokémon-Team, das ich je in einem Let's Play hatte. Nur so als Randnotiz. So, wollen wir den Stein mitnehmen? Nehmen wir einen Spaß, das habe ich mit. Halt, nein, da ist noch eine Trainerin. Ich wollte schon Schlampe sagen. Schlampe. Okay, hier bist du. Die hat im originalen Scharniere. Und ein Parasek, glaube ich. Irgendwie kenne ich alle Trainer hier in der Siegestraße. Trainers live to Six Summer Apartment. Okay, was hast du für Pokémon? Die hat ein Yugong. Ich hasse Yugong. Was machen wir denn mit Yugong? Wollen wir es verbrennen? Wollen wir es irre machen mit einem Psycho?
Wollen wir es vergiften? Wollen wir es zertreten? Oder wollen wir es zerschneiden? Ich glaube, ich zerschneide es lieber. Ach, Fehlentscheidung. Eisstrahl. Aber die haben gute, ganz gute Attacken drauf, die Trainer in der Liga. Also in der Siegestraße. Okay, können wir es vergiften? Oder, verdammt, ich habe das falsche Pokémon genommen. Ich dachte, jetzt setze ich da die Kiffer ein. Egal. Na gut, ich setze mal Double Edge ein. Risikotackle und ja. Das ist der Grund, warum ich Yugong hasse. Erholung. Okay, ich greife nochmal an mit Risikodeckel und riskiere es einfach mal. Und Volltreffer, nice. Du Nervensäge, jetzt wechsle ich zu. Moment, ich muss nachdenken, ich nehme Kiffer. Dann wollte ich schon vorher statt Rex einsetzen. Es hätte ja vielleicht auch statt ein Genesung ja ein Surfer kommen können, ne? Das wäre ja eine große Überraschung noch gewesen. Dann wäre Rex vielleicht down gewesen. Oder Hydro-Pumpe. Ich weiß nicht, kann Yugong Hydro-Pumpe? Eher nicht, ne? Okay, es wacht auf, aber bevor es nochmal Erholung einsetzt, wird's geschockt. Okay, jede Menge Erfahrungspunkte und jetzt kommt Ninetales. Das müsste wohl ohne sein, wenn ich es in Erinnerung habe, so richtig. Das heißt, nehmen Rex Feuer gegen Feuer. So, es war doch gut, dass ich die Pokémon auf Level 70 trainiert habe. Ich hatte schon befürchtet, ich wäre verrückt geworden mit dem Trainieren. Aber ich habe es zu übertrieben mit dem Trainieren. Naja, aber es war ganz gut, dass ich es jetzt auf Level 75 trainiert habe, weil ich schon damit gerechnet habe, dass die Level noch weiter stärker werden. Besonders vor der Liga werden sie noch extrem hoch. Da müsste die Top 4 Level 80er Pokémon haben. Boah, das wird immer heftiger, ist der Hack, aber wir haben ihn ja zum Glück bald durch. Okay, die hätten wir erledigt. Ich glaube, jetzt haben wir sogar alle sogar in diesen Geschoss, wie auch immer, in dieser Etage. Und du Onyx, lass mich in Ruhe. Nichts wie weg. Schnauze. Aerodactyl. Scheiß Fossil-Pokémon. Schick dich zurück in die Steinzeit. Ich spiele. So. Ich spiele hier nochmal. So, und was machen wir mit den anderen Steinen? Gar nichts. Jetzt haben wir den ganzen Stein durch die ganze. Durch den ganzen. Durch den ganzen Geschoss hier. Durch die ganze Etage hier geschoben. Oh Gott, kein Bock auf Machomai. So, was bist du für einer? If you can get sort here, you can go meet the elite four. Das weiß ich, das weiß ich. Pokémon Jack. Stormy. Stormy ist gut. Kann sogar Elektroattacken, Stormy. Ich wechsle zu Kiffer und Schock's mal. Hoffentlich kommt keine Psychokinese, es kann noch Psychoattacken. Ich hatte zum Glück Glück. Ich hatte zum Glück Glück, ja. es hat knapp überlebt, aber immerhin ist es paralysiert. Und es setzt zum Glück nur Harden ein. Ich frag mich, warum es nur Harden einsetzt, naja. Ciao, Stormy. What's coming now? Mock. Slymock. Da wechsle ich zu PY mit einer Psychokinese. Wir können auch den Delegator mal testen. Ich glaube, das mache ich sogar. Okay, Delegator. So, jetzt verlieren wir ein paar KP, aber dafür ist unser Pokémon immun gegen Attacken, bis der Delegator halt zerstört wird, was jetzt leider ist. Scheiße. Naja, wir können ja zum Glück es beliebig oft einsetzen, wir haben ja Genesung. Und er setzt Härten ein. So, dann setze ich Genesung ein. Das ist echt das geilste Pokémon.
Piva ist geschrumpft. Ja, das soll ich weiterfahren, einem soll mir recht sein. So, jetzt wird so gepsyched. Und zurück in den Delegator-Modus. Oh, schade, ich dachte, jetzt gibt es ein Level-Up, aber ich hätte mich dann eher gewundert, weil Piva ist ja frisch auf Level 75. Und hier nochmal Psychokinese. Und One Kill. So, unser Mini-Pokémon hat alle gekillt. No, unbelievable! Und hier ist Lavados, das legendäre Feuer-Pokémon. Godspeck, was ist das denn jetzt? Das ist Godspeck, kann man das jemand sagen? Egal, vielleicht brauchen wir es für die Liga. Juhu! Zapdos? Was suchst du denn hier? Ich dachte, du wärst Lavados. Scheiß Faker. Na gut, dann hier Eisstrahl. Schaut, Zapdos. Und wo ist dein Kollege Lavados? Egal, wahrscheinlich irgendwo anders. Aber was hat das Guardspeck mit auf sich? Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Schaltet man vielleicht einen neuen Dungeon frei oder sowas? Egal, vielleicht werden wir es nach der Liga herausfinden. Ich werde dann vielleicht sogar noch einen Special Part machen. Und schauen, um zu schauen, ob da noch was ist. Ich glaube, hier hätten wir sogar auch schon alle erledigt. Na, einen haben wir hier nicht erledigt, aber den können wir später auch noch erledigen. So, Knogger. Hatte ich früher im Team. In meiner Feuerrot-Edition. Auf Level... Ja, auch so im Sitzker-Bereich. Konnte richtig heftige Attacken, so Knochenattacken. Und Hyperstrahl. Ist richtig abgegangen. Kann auch Erdbeben. Konnte auch Erdbeben. Das war das beste Knogger ever. Ever, was ich hier hatte. So, hier, du hast wahrscheinlich 4 Pokémon. Ah, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Spiel schon Millionen Mal durch, da... Ja, der hat wahrscheinlich noch diese Faker-Fossil-Pokémon. Und Bodycheck. Ich hätte vielleicht noch Erholung einsetzen sollen. Hoffentlich komme ich noch dazu. Okay, One-Hit-Kill gegen einen neuen Setzker ist ja noch nicht besonders schwierig. Omastar. Das ist Omastar. Also, Amoroso. Na gut, da setze ich jetzt Erholung ein. Hatten wir im roten Let's Play, im roten Speed Let's Play als Team-Pokémon. Hat dann beim Champion Hydro-Pumpe gelernt. Die Hornattacke. Ach, ich habe vergessen. Ich habe mich wieder vertippt. Dornkanone. Das konnte unser Amoroso nicht. Okay, dann eben die Pokéflöte, die ist jetzt ganz unten, weil wir sie ja mitgenommen haben und versehentlich abgelegt hatten. Ja, ja, komm, das kennen wir schon. Silberblick, also was hat der für komische Attacken drauf? So, ich glaube, das mache ich fürs Erste. Ich habe jetzt mal ein bisschen geheilt. Jetzt wechsle ich zu... Ich würde jetzt gerne Sanzin einsetzen. Frisäure ist dauernd, okay. Dann setze ich einen Beleber ein auf Frisäure. Wir haben einen Beleber. Beleber, hier. Ich wusste, wir haben einen. Den haben wir in der Arena gefunden. Und jetzt wird er gebraucht. Um unsere Zähne zu heilen. Ja, komm, Volltreffer. Die Spiker kennen dies ja. Dieser eher nun so eine Attacke wie Duplex sieht. Okay, jetzt Frisäure. Jetzt bist du dran. Ich brauche ein Rasierblatt, eine Pflanzenattacke von dir. Hoffentlich zieht der Spike-Blend nicht allzu viel ab. Ja, tut's auch nicht. Also da habe ich keine große Befürchtung jetzt, dass es jetzt drauf gehen könnte. So, Rasierblatt und Amoroso ist down. Jetzt kommen wahrscheinlich Kaputops. Na,
Nach Ramoroso kommt immer Kaputops. Und Level 76 für Protecti. Yep, Kaputops. Sieht man auch sehr selten, das Pokémon. In Pokémon-Spielen zumindest. Finde ich sehr schade eigentlich. Kaputops ist ein cooles Pokémon. Okay, ja, jetzt ist es aber down. So, jetzt kommt wahrscheinlich dieses spezielle Pokémon da, das er da extra eingebaut hat in diesem Hack. Uff, nee, nicht Lapras, sondern was anderes. Lapras. Na gut, dann eben. Ich riskiere es, dass Frisori jetzt eine Eisattacke abkriegt und greife an mit Rasierblatt. Ja, das hatte ich befürchtet, Eisstrahl. Das wird wahrscheinlich so in 10 Jahren nicht überleben. Nee, tut's auch nicht, schade. Dann nehme ich jetzt was anderes und zwar Rex. Rex braucht auch noch ein bisschen trainieren. Training. Oh Gott, jetzt spreche ich schon wie ein. Wie ein irgendjemand, der kein Deutsch kann. Change. Nein, du hattest nie eine Chance gegen mich. Deine Niederlage stand schon am Anfang fest. I wonder if you are good enough for me. Ach, wenn wir Schüler sind, holen wir uns gleich den Himmelsfeger, der da liegt. Arcani. Willkommen in einem Club der Arcani-Besitzer. So, Rex gegen Protecti, kann man so sich vorstellen. Aber natürlich wissen wir alle, dass Wasser Feuer löscht. Das heißt, Protecti ist klar das stärkere Pokémon. Und Arcani wird es nicht überleben. Okay, jetzt kommt Raichu. Da setze ich Rex ein. Das ist ein guter Trainer für unser Protecti Rex Duo. Die beiden sind ja fast gleich gut. Also Rex hat sich mit Level 50 entwickelt und Moschas mit Level 50 sind eher, ja, Rivalen kann man sagen, wie Sanji und Zoro bei One Piece. I lost out. Oder wie Red und Blue in Pokémon. Okay, jetzt hole ich mir den Himmelsfeger. Lass mich in Ruhe. So, hier, Stärke. Das dauert aber lange, bis der Fels verschoben ist. Na egal, TM43 Himmelsfeger. Können wir aber kein Pokémon beibringen. Ich habe schon im Wiki nachgeschaut, Dragon kann es leider nicht. Was sehr schade ist, eigentlich. Naja, ich fliehe jetzt mal. Ciao, ciao, Guiowatz. Also, wir haben nicht mehr so viele Trainer in dieser Höhle. Ja, hier ist hier vielleicht noch ein Item. Nee, schade. Hätte sein können. Sah so aus, als wäre hier ein Item versteckt gewesen. Oh, jetzt spiele ich hier alle Kämpfe. Ich hab da keinen Nerv mehr. Wisst ihr was? Dick, dann sind wir viel schneller am Anfang der Höhle. Und jetzt geht's damit zurück in die Siegestraße. Ja, so die letzten Trainer, die finden wir hier, den haben wir schon. Die finden wir in diesem Stockwerk hier. Oh, allerdings müssen wir erst dadurch. Dorthin meine ich. Okay, ich hätte meine Pokémon noch heilen sollen. Naja, kann man nichts machen. Kigli. Stärke. So. Jetzt fallen wir einfach mal da runter. So ungefähr. Zack. Ah! Oh, so you wish to challenge the Elite Four. Ja, möchte ich. Ich möchte die Top 4 herausfordern. Oh ne, der wechselt wahrscheinlich wieder seine scheiß Pokémon. Ich hasse die Jongleure. Naja, das ist zum Glück der letzte in diesem LP. Danach haben wir unsere Ruhe.
So, Eisstrahl für dich, Hypno. Ich dachte schon, jetzt wechselt er sein Pokémon. Okay, heute gibt's gefrorenen Psychopathen. So, was kommt jetzt? Enteron. Da wechsle ich wieder zu Kiffer und lass es schocken. Donnerblitz. Und Enteron, ja, überlebt die Attacke natürlich nicht, weil es ein Wasser-Pokémon ist. Es kommt Simsala. Na, lass mal die Simsalas gegeneinander antreten. Simsala, eins der coolsten Pokémon der ersten Generation, finde ich. Okay, unseres kann zum Glück, verdammt, ich habe die falsche Attacke eingesetzt. Unseres kann zum Glück, Triplette und Delegator. Er setzt Reflektor ein. Okay, setzen wir Delegator ein. Und tun unseren Modus verändern. Er greift damit Psychstrahl. Welches Simsala kann auf diesem Level noch Psychstrahl? Ja, hat unseren Delegator nicht zerbrechen können. So, es greift einmal Triplette. Oh, er ruft zurück, war ja klar. Und er ruft ein Geist-Pokémon. Geist-Gift-Pokémon. Gengar ist down. Und jetzt kommt nochmal sein Simsala, das sich verkrochen hat in seinem Pokéball, weil es Angst vor unserem kleinen Simsala hat. Und jetzt gekillt wird von unserem Simsala. So, wir haben den Simsala-Wettkampf gewonnen und diesen Pokémon-Kampf ebenfalls. Unsere Pokémon nähern sich den 80er-Level. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, einen Trainer haben wir noch in dieser Höhle. Lass mich in Ruhe, mach doch mal. Ah, sogar zwei. Den habe ich auch noch übersehen. Come on, Albert Pew. Das kommt sogar genau auf den Part hin. Ja, noch 3 Minuten. Ich glaube, in 3 Minuten müssen wir diese 2 Trainer schon schaffen. Und dann werde ich meine Pokémon ausgehen auf Level 80 trainieren. Dann geht es im nächsten Part weiter mit Item-Verwaltung. Dann im übernächsten mit der Liga. Mit der Top 4. Okay, Akani hat mal ohne Probleme gekillt. Und wer ein Akani hat natürlich ein Tauros. Wir haben natürlich kein Tauros, weil wir nicht dazu gehören. Silberblick, ich dachte, ja, ich hab gerade nicht gerade versprochen. Ich habe gerade Eisstrahl sagen wollen. Aber Tauros kann kein Eisstrahl, was will ich hier sagen für den Müll? Naja. Ich wollte natürlich Eisstrahl einsetzen, so habe ich das gemeint. So. Schnauze, Schnauze, Schnauze. So. Habe ich sogar gekämpft. Weil ich langsam sauer auf dieses scheiß Pokémon werde. Are you scared? Was? Ich habe Angst? Nee, ich habe keine Angst. Warum sollte ich Angst haben? Du hast doch nur ein Pokémon. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Lass mich nur. Lass mich nur. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ich will fliehen. Ich will fliehen. Fliehen! Nein! Oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich flippe aus. Kiffer, komm. Komm schnell. Kiffer. Da, hier, Kiffer. Da. Ein bisschen kiffen hier. Oh, fuck. Risikodeckel. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Scheiße. Toxin. Okay. Nein. Oh, shit. Body Slam. Oh nein, das musst du überleben. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. So, und jetzt kill dich mal selber. Danke. Okay. Puh, das war jetzt ein aufregender Kampf. Boah. Jetzt hatte ich echt Angst. Liegt ein Item? Nein. Okay, jetzt hätten wir alle Trainer in der Siegestraße erledigt. Jetzt müssen wir zur Pokémon-Liga zurück.
So, heilen wir schnell die Pokémon, bla 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 bla. Wo bin ich denn jetzt? Na gut, da 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 da. Das biete ich jetzt. So, also ich werde die Pokémon jetzt auf Level 80 hoch trainieren. Dann geht's im nächsten Part weiter mit Item Verwaltung und im übernächsten mit der Top 4. Bis dann, Leute. Servus.